Schließe nun deine Augen, wenn du möchtest. Setze dich ganz bequem hin und nehme dir ein wenig Zeit für dich. Und nun gehst du mit deiner Aufmerksamkeit bitte zu deinem Atem. Erspüre deinen Atem. Beobachte ihn. Verfolge ihn. Ohne etwas zu verändern. Spüre deinen Brustkorb, wie er sich hebt und senkt. Hebt und senkt. Und deine Gedanken kannst du jetzt einfach laufen lassen. Du brauchst ihnen im Moment keine Aufmerksamkeit zu schenken. Lasse sie laufen. Und du bist mit deiner Aufmerksamkeit nur bei deinem Atem. Und weil die Gelegenheit günstig ist, jetzt kannst du dich einfach nur tiefer sinken lassen. Jetzt. Mit dem Ausatmen tiefer. Auf die Unterlage. Mit deiner ganzen Schwere. Und weil es mit dem Ausatmen leichter fällt, kannst du einige Spannungen loslassen. Mit dem Ausatmen. Und dabei auch innerlich tiefer gehen. In eine angenehme Ruhe. Soweit es für dich in Ordnung ist. In diesem Moment. Und dabei treten die Dinge des Tages immer weiter zurück. Tiefer sinken kann auch heißen, nach oben steigen, wie in einem Heißluftballon der Sonne entgegen. Und tiefer gehen kann auch heißen, zur Seite treten, weg von der vielbelebten Einkaufsstraße des geschäftigen Tages. In eine ruhige Seitenstraße, die in einen weiten grünen Park führt, mit alten und jungen Bäumen, grünen Wiesen und farbigen Blumen und bequemen Bänken zum gemütlichen Ausruhen. Tiefer gehen kann auch heißen, hinunter in ein ruhiges Tal gehen, grün und sonnig warm,
Und ganz gleich, wie das Bewusstsein sich das vorstellen mag, wie es ist, tiefer zu gehen. Das Unbewusste führt dich auf eine Ebene, auf der du dich jetzt gründlich erholst. Und du gehst dabei so tief, wie es für dich nötig ist, um dich wirklich gründlich zu erholen. Jetzt. Und dabei erholt sich wie nebenbei auch deine Haut. Denn sie ist ein wichtiger Teil von dir. Sie wird von innen gereinigt und erneuert. Jetzt. Die zuständige Instanz in deinem Körper sorgt für die Erneuerung und Stärkung deiner Haut. Jetzt. Auf eine Weise, die gut für dich ist. Dabei mag sie sich warm anfühlen, wohlig durchströmt oder angenehm gekühlt. Sie wird gestärkt für ihre natürlichen Funktionen, dich nach außen zu schützen. Sie wird genährt und geklettet. Mag sich anfühlen wie nach einem Bad in weichem und leichtem Honig oder in nährender Milch. Und kann so ihre Aufgaben besser erfüllen. Schon jetzt. Und um diesen Prozess zu verfolgen, gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Gesicht. Spüre deine Gesichtshaut. Stelle dir nun vor, wie deine Gesichtshaut sich von innen glättet, weich wird. Regenerationsprozesse starten. Eine Verjüngungskur von innen. Stell dir vor, dass du die teuerste Creme, das Beste, was du dir für deine Haut vorstellen kannst, auf die Haut gibst, sie eincremst, pflege von innen und außen. Wie fühlt sich jetzt deine Gesichtshaut an? Wenn sie sich erneuert, regeneriert, verjüngt.
Und jetzt stell dir deine übrige Haut vor. An welcher Stelle deines Körpers bedarf es der besonderen Pflege, der Regeneration? Gehe nun zu diesen Stellen und pflege sie von innen und außen. Stell dir vor, wie deine Haut regeneriert, heilt von innen. Mit deinem Unbewussten, das viel stärker ist als jede Creme. Stell dir vor, wie die Haut regeneriert und wie sie sich anfühlt für dich. Und während jetzt deine Aufmerksamkeit auf dem Körper ruht und Regenerationsprozesse hier angestoßen werden, erholt sich dein Gesicht mehr und mehr von den Strapazen, Sonneneinflüssen, der schlechten Luft. All das, was deine Haut nicht gut getan hat, von all dem erholt sich jetzt deine Gesichtshaut, während du mit deiner Aufmerksamkeit deinem Körper bist. Und es ist nicht sonderlich wichtig, welche Bilder das Bewusstsein von deiner gesunden Haut hat. Denn dein Unbewusstes weiß, was gut für deine Haut ist. Und deshalb sorgt es jetzt auf die richtige Weise für deine Haut. Weil ein schöner grüner Rasen die Sonne braucht, im richtigen Verhältnis zum warmen Regen, auch zum kühlen Regen. Je nachdem und den Nährstoffen aus der Tiefe. Und es ist schön anzuschauen, wenn auf der grünen Fläche hier und dort eine farbige Blume ihren Platz findet. Weil gerade dort ihr Platz ist, benimmt dem Gras keine Nährstoffe, gibt ihm etwas Schatten und verschönt ihn. Die wohlige Wärme der Sonne und ihr Licht. Und der Regen wäscht den Staub ab, spült ihn einfach weg. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Die Nährstoffe aus der Tiefe
des Bodens. Kräftigen die Farbe und die Struktur der einzelnen Bestandteile. Die Sonne nährt die Haut der Erde von oben, brennt Schädliches weg, lässt Nützliches wachsen, während so eine tiefe Ruhe auch die Stimmung hebt, die Seele lächeln macht und so gedeiht Freude in der Ruhe. Wie ein grüner Rasen im warmen Licht. Und so bringst du Freude mit, vielleicht besonders intensiv in deinen Fingerspitzen, während dein Unbewusstes sich gründlich um die Gesundheit und die Schönheit Ausstrahlung deiner Haut kümmert, auch in deinem Alltag. Ganz alleine, ohne dein Bewusstsein, regeneriert jetzt deine Haut. Und du gehst sorgsam mit ihr um. Während du jetzt ganz langsam aus deiner Tiefe in den Raum zurückkommst. Und ich zähle nun von 1 bis 5. Und wenn ich bei 5 angelangt bin, bist du ganz wach, voller Energie, voller Freude und dem Bewusstsein, eine schöne Haut zu haben, eins, zwei, drei, zu leben heißt sich zu ändern, und heute ändert sich deine Haut, verjüngt, erstrahlt, regeneriert. Vier, fünf, nun öffnest du deine Augen, bist ganz wieder im Hier und Jetzt.